Sie heißen Jasmin Lange, geboren am 15. Juni 1995 in München. Sie wohnen auch in München, sind ledig und Packerin. Am 26. Juli 2012 gegen 23 Uhr verschafften sich die Angeklagte und ihr Komplize Moritz Albrecht Zugang zur Boutique Unique in München, indem sie mit einem Brecheisen die Seitentür des Ladens aufhebelten. Nachdem sie bereits mehrere Beutestücke auf Moritz Albrechts Fahrradanhänger neben dem Laden gepackt hatten, wurden sie vom Inhaber Henning Pichler überrascht. Um auch noch die letzten Sachen mitnehmen zu können, zog Moritz Albrecht, wie mit der Angeklagten zuvor vereinbart, eine echt aussehende Spielzeugpistole und hielt diese Henning Pichler mit den Worten: "Ich muss sie jetzt kalt machen" vor das Gesicht. Aus Angst um sein Leben nahm Henning Pichler die Kleiderstange, die er in den Händen hielt, und schlug sie Moritz Albrecht gegen den Kopf. Dieser litt hierdurch eine tödliche Verletzung und stürzte zu Boden. Die Angeklagte ließ daraufhin die restliche Beute fallen und flüchtete. Die Angeklagte wird somit des gemeinschaftlich versuchten schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit gemeinschaftlich versuchtem schweren Raub beschuldigt, strafbar gemäß § 249.1. Ja, Jasmin, wollen sich zum Tatvorwurf äußern? Ich hab's jetzt schon tausendmal gesagt, man, der Polizei und allen, ich bin unschuldig. Ich war nur da, um ihn davon abzuhalten. Ich wollte nicht, dass das passiert. Dann Fingerabdrücke von Ihnen auf dem Fahrradanhänger Ihres Freundes. Da lagen dann auch schon so einige Stücke, einiges von der Diebesbeute herum. Erklären Sie mir, wie die Fingerabdrücke dahin kommen. Ja, was denken Sie denn, dass ich da langsam angekommen bin? Ich bin gerade wie so eine Gestörte und halb umgekippt. Deswegen habe ich mich da abgestützt. Da kommen die Abdrücke her. Ich wollte es alles nur verhindern. Was wollten Sie verhindern? Den Bruch, Mann. Aber das war doch von dem Pichler doch alles geplant. Der wollte doch den Moritz umbringen. Jetzt passen Sie mal ein bisschen auf. Niemand wollte jemanden umbringen. Da ging es um Notwehr. Sie waren da an einem nächtlichen Raub, haben Sie teilgenommen. Und da hat er Sie gesehen. Und er hat vor allem eine Pistole gesehen, von der er denken durfte, dass eine echte Pistole ist. Und da hat er sich gewehrt. Und das zeugt von großer Unkenntnis oder von Frechheit, wenn Sie sagen, dass er einen Mord auf Gutasch begangen hätte. Ne? Der hat in Notwehr gehandelt. Notwehr? Das glauben Sie doch wohl selber nicht, was Sie da erzählen. Das war eiskalt geplant. Das heißt, er müsste den Moritz ja in die Boutique gelockt haben, oder wie? Wieso soll er das getan haben? Was weiß ich genau, wieso. Aber der Moritz würde... Nein. Naja, Entschuldigung, jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie wollten den Moritz davon abhalten, dass er einen Einbruch macht. Den Einbruch habe er aber nur gemacht, weil der Pichler das so wollte. Also weil irgendwie müssen Sie da drauf kommen. Ja. Woher wussten Sie denn, dass er da überhaupt einen Einbruch machen wollte? Wir wollten halt in Urlaub fahren. Und da haben wir halt überlegt, wie wir noch an Geld kommen können. Weil man will ja nicht die ganze Zeit im Hotel sitzen. Na gut, aber Sie müssen ja auch noch dazu sagen, dass Sie ja die starke Vermutung haben, dass da irgendwelche krumme Sachen am Laufen waren, oder? Ja. Also zwischen dem Pichler und dem Moritz. Ja, der Moritz hat halt so Andeutungen gemacht, von wegen, dass der Pichler irgendeinen Versicherungsbetrug geplant hat. Ja, das doch schon. Aber jetzt bleiben wir doch mal bei Ihnen erstmal. Also Sie haben gesagt, Sie wollten zusammen den Urlaub fahren. Den Urlaub haben Sie gebucht schon, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Wofür hatten Sie denn dafür das Geld, für die Tickets? Ja, der Moritz hat ja öfters beim Pichler ausgeholfen im Laden. Und dann hat er halt gespart. Und dann hat es für eine Woche All-Inclusive auf Mallorca gereicht. Aber wie gesagt, wir wollten halt noch ein bisschen Geld mehr mitnehmen. Okay, und jetzt haben Sie gesagt, der Moritz hat so Andeutungen gemacht. Was für Andeutungen denn? Ja, er hat irgendwas erzählt, von wegen, dass der Pichler hat irgendeinen Bruch geplant und der hat irgendwie einen Gebrauch, der das Zeug halt klaut. Und der Moritz sollte das dann behalten und hätte noch mal Geld extra dafür bekommen. Aber ich wollte nicht, dass er es macht. Ich bin richtig ausgerastet deswegen. Also, jetzt nehmen wir mal an, wenn es so gewesen sein sollte. Wieso ist es Ihnen dann nicht gelungen, den Moritz von dem Einbruch abzuhalten? Ich weiß nicht, ich habe ihm gedroht, damit Schluss zu machen und allem, weil ich will mit diesem Schmarrn einfach nichts mehr zu tun haben, dieses ganze kriminelle Zeug. Und dann hat er es trotzdem gemacht. Ich war so sauer deswegen. Hat er Ihnen gesagt, dass er es durchzieht? Oder wo hat er Ihnen gegenüber gesagt, er lässt? Nein, er hat zu mir gesagt an dem Abend, dass er daheim bleibt, Fernseh schaut, früh ins Bett geht. Und ich war halt dann bei einer Freundin. Aber das hat er ja nicht gemacht. Er ist offensichtlich dahin. Ja. Wie haben Sie das erfahren, dass er es nicht abgeblasen hat? Ich bin da früher weg von meiner Freundin eben und habe mir gedacht, so, ja, ich könnte ja bei ihm übernachten. Mhm. Und dann war er da nicht. Und in dem Moment war mir klar, wo er hingegangen ist. Da war Ihnen klar, dass er zum Pichler an die Boutique gegangen ist? Ja. Und da sind Sie dann auch hin? Da bin ich dann mit dem Fahrrad hingefahren. Und was war dann, als Sie da im Laden ankamen? Ja, die Tür war offen und dann lag da eine Brechstange auf dem Boden und dem Moritz sein Fahrrad war mit dem Anhänger draußen. Mhm. Jetzt gibt es ein Gutachten der Spurensicherung und an dieser Brechstange sind ausschließlich Fingerabdrücke Ihres Freundes gefunden worden. Ja, ist ja auch klar, wenn der Pichler das ausschauen lassen will wie Versicherungsbetrug. Ja, okay. Also, dann haben Sie die Situation da gesehen, sind Sie dann direkt ins Geschäft rein? Nein, ich hatte Angst. Ich habe dann erstmal den Niklas angerufen und ihn gefragt, halt, was ich machen soll. Und der hat mir dann gesagt, ich soll da reingehen. Der Niklas ist ein Freund von Moritz gewesen. Richtig. Der hat gesagt, Sie sollen reingehen. Ja, und den Moritz da rausholen und davon abhalten. Das haben Sie dann gemacht. Was haben Sie da gesehen, als Sie dann waren? Ja, ich bin da rein und dann stand da eben diese Pichler und dann hat er die Waffe gerade in Moritz in der Hand gedrückt. Und Moritz lag da nur noch auf dem Boden und
Ich meine, da war kein Blut oder so, aber in dem Moment, wo ich in seinen Augen gesehen habe, wusste ich einfach, dass es jetzt vorbei ist. Dann hat ihm eine Waffe in die Hand gedrückt. Wie sah die Waffe denn aus? So genau habe ich da nicht hingeschaut. Schwarz, aber es könnte jede Gewehrswaffe gewesen sein. Könnte es die gewesen sein? Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Frau Lange, ich habe kein Problem damit, Ihnen zu glauben, dass Sie um Ihren Freund mit Sicherheit sehr trauern. Das ist das eine. Aber womit ich ein Problem habe, auch nur ein kleines Quäntchen von dem zu glauben, was Sie uns hier auftischen. Abstruse Geschichten sind das. Also ich glaube meinem Mann dann. Ja, das glaube ich Ihnen. Das glaube ich Ihnen. Sie haben einen Fan, der glaubt Ihnen, ja? Der Stevens, aber der glaubt immer seinen Mandanten. Und damit ist er oft schon auf die Nase gefallen. Entschuldigung, ne? Ja, genauso wie Sie, Herr Staatsanwalt. Und ich sage Ihnen auch Folgendes. Die Version, da gebe ich Ihnen absolut recht, meine Mandantin, mag für den Ersten und aufs Erste ungewöhnlich klingen. Aber bei zweiter und näherer Betrachtung, Herr Kollege, werden Sie feststellen, dass doch diese Version für meine Mandantin spricht. Das überlegen Sie mal. So eine Geschichte denke ich mir doch nicht einfach aus. Sie wurde gerade mit dem Tod ihres Freundes überrascht und konfrontiert. Sie wurde keine paar Minuten später von der Polizei dann letztlich festgenommen. Und da wollen Sie mir erzählen, da denkt ihr sich so eine Geschichte aus? Nie und nimmer. Die beiden sind doch nicht blöd. Man muss immer mit dem berühmten Worst Case rechnen. Na, so eben mal gerade denke ich mir so eine Geschichte nicht aus. Aber im Vorfeld werden die beiden sich in aller Ruhe überlegt haben, was machen wir, wenn es schief geht. Und dann hat sie sich eben entsprechend verhalten, Herr Stevens. Aber so war das nicht. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen. Da tritt mir die Beweisaufnahme ein. Henning Pichler, bitte. Und Sie setzen sich bitte zum Herrn Verteidiger. Du Schwein, du Mördermann, du hast ihn umgebracht! Nein, jetzt reißen Sie sich mal augenblicklich hier zusammen. Ich kann ja verstehen, so, dass Sie sich so verhalten, aber ich habe mit dieser Situation nichts zu tun. Frau Albrecht, ich möchte Ihnen gerne mein Beileid ausdrücken. Ich kann das alles irgendwie noch nicht so richtig begreifen. Aber glauben Sie mir, der Moritz war ein guter Junge. Auch wenn er versucht hat, mich zu bestehlen und eventuell sogar zu töten. Aber er war trotzdem ein sehr guter Junge. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Herr Pichler. Ich mache Ihnen gar keine Vorwürfe. Ich weiß, dass es alles ein schrecklicher Unfall war. Und dass Moritz leider sich das auch selbst zuzuschreiben hat. Ja, Herr Pichler, jetzt sollen Sie ja als Zeuge das Ganze schildern, wie das abgelaufen ist. Da müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen. Vorsorglich belehre ich Sie mal, nach dem, was heute hier schon behauptet wurde. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Henning Pichler, 44 Jahre alt, Sie wohnen in München, ledig, sind Inhaber einer Modeboutique, verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Der Angeklagte wird ja vorgeworfen, mit Ihrem Komplizen eben, dem Moritz Albrechter, am Abend des 26.07. so gegen 23 Uhr, in Ihre Boutique Unique eingebrochen zu sein. Ja. Designerwaren gibt es, oder? Hochwertige Designer. Ja, das ist richtig. Ich kann das auch alles irgendwie noch gar nicht so richtig glauben. Ich habe geglaubt, dass ich Moritz kennen würde. Und naja, seine Mutter arbeitet halt bei mir in der Boutique als Putzfrau. Und das auch schon seit mehreren Jahren. Und hat ihn auch öfter mit zur Arbeit gebracht. Naja, und nachdem der Junge keine Ausbildungsstelle gefunden hat, habe ich ihm halt einen Aushilfsjob bei mir gegeben, damit er halt von der Straße wegkommt. Kannten Sie die Angeklagte auch? Nur vom Sehen. Die zwei waren ja erst seit kurzem zusammen. Zwei, drei Monate vielleicht. Ich hatte da mal so gleich kein gutes Gefühl bei ihr. Wieso hatten Sie da kein gutes Gefühl dabei? Ja, ich kenne den Moritz halt länger. Und Moritz war gerade nicht so in einer guten Verfassung. Also dadurch, dass er halt keine Ausbildungsstelle gefunden hat, war sein Selbstwertgefühl extrem im Keller. Und ausgerechnet da haben die zwei sich zusammengetan und sie hatte keinen guten Einfluss auf ihn. Was reden Sie denn? Der Einzige, der einen schlechten Einfluss hatte, waren Sie. Erzählen Sie erst mal, was hat sich dann da an dem Abend zugetragen? Ja, also ich wohne ja direkt über dem Laden und bin mit meiner Verlobten schon zu Bett gegangen. Und allerdings haben wir noch nicht geschlafen. Plötzlich haben wir dann von unten aus dem Laden Geräusche gehört. Mhm. Können Sie sagen, wie spät es da war? Ich würde mal sagen, ungefähr 23 Uhr. Mhm. Kurz nach 11, sowas um den Dreh rum. Ich bin dann auch aufgestanden und runter in den Laden gegangen. Hatte allerdings bei der Sache kein gutes Gefühl und habe mir auf dem Weg nach unten noch eine massive Kleiderstange genommen. Einfach nur, damit ich mich halt besser fühle. Woher hatten Sie diese massive Kleiderstange? Aus dem Hinterzimmer vom Laden. Da haben wir alte, abmontierte Kleiderständer, wenn mal irgendwas kaputt geht, damit man das austauschen kann. Und dann habe ich halt leise die Türe geöffnet vom Laden. Und dann habe ich den Moritz und die Angeklagte da schon gesehen, wie sie in den Regalen rumgewühlt haben. So war es nicht. Natürlich, ich habe sie doch gesehen. Ich war da, bei den Kaschmirpullis haben sie rumgewühlt. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben sich da reingeschlichen, aber ich nehme an, die jungen Leute haben Sie auch bemerkt. Wie haben Sie da reagiert dann? Also der Moritz hat mich total versteinert angeguckt. Die Angeklagte ist dann auf ihn zu, hat irgendwas zu ihm gesagt, wie die Knarre oder so. Ich konnte so schnell gar nicht reagieren und Moritz hat dann die Waffe gezogen und auf mich gezielt. War das die Waffe hier? Ich glaube schon, ja. Mhm. Also die doch sehr echt aussehende Spielzeugpistole, die ist am Tatort gefunden worden. Die Spurensicherung hat die natürlich untersucht und da sind ausschließlich Fingerabdrücke von Moritz Albrecht dann gefunden worden.
Was haben Sie dann gemacht, als da die Waffe auf Sie gerichtet war? Ja, ich habe zu Moritz gesagt, was denn der Quatsch soll. Er soll die Waffe wegstecken. Ja. Er hat mich nur verwundert angeguckt und hat dann gesagt, ich muss sie kalt machen. So hätte er nie geredet, Mann. Habe ich eigentlich auch nicht gedacht, aber er sah so entschlossen aus und dann habe ich halt Panik gekriegt. Ja, es ging halt auch alles so schnell. Dann habe ich zur Kleiderstange gegriffen und zugeschlagen. Ich wollte ihm aber die Waffe nur aus der Hand schlagen und habe ihn dann aber leider am Kopf verletzt. Und ja, der Junge ist dann leider tot umgefallen. Also wenn ich könnte, würde ich diesen Abend rückgängig machen. Sie sind ja Kendo-Meister. Das ist eine asiatische Kampfsportart, nur zur Information, bei der man mit Stöcken aufeinander losgeht. Mit anderen Worten, Sie wussten ganz genau, wo man mit einem Stock gezielt hinhaut, damit jemand stirbt. Das ist doch Quatsch. Am liebsten muss ich alles wieder rückgängig machen, aber es ging nicht. Ja, stimmt es, dass Sie diesen Kampfsport betreiben? Ja, aber die Karriere habe ich vor 20 Jahren beendet. Tatsächlich ist es natürlich so, dass der Moritz Albrecht an einem, ich zitiere jetzt mal den Obduktionsbericht, Schlag gegen die linke Schläfe verstarb. Wie hatten die Angeklagte eigentlich reagiert, als ihr Freund da am Boden lag? Ja, die hat alles fallen gelassen und ist sofort aus dem Laden gerannt. Und aus dem Hintergrund konnte man schon leise die Polizeisirenen hören, die meine Verlobte dann gerufen hatte, nachdem ich nicht wieder nach oben gekommen bin. Aber jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Beruhigen? Haben Sie eine Ahnung, wie teuer der war? Der hat über 15.000 Euro gekostet. Beruhigen Sie sich, es ist ja noch nichts verloren. Ich werde den Klempner rufen, der soll das Rohr aufschrauben. Der ist bestimmt noch im Siphon. Kann ich mich darauf verlassen? Ja. Ich muss jetzt vor Gericht. Ja, ich bleib hier und pass auf, dass keiner das Becken benutzt. Gehen Sie nur. Wie ist denn Ihr Name? Saskia Jung. Dankeschön. Jetzt hat die Angeklagte hier eine völlig andere Version der Ereignisse zum Besten gegeben. Sie sollen den Moritz Albrecht extra in Ihre Boutique bestellt haben, um dort einzubrechen. Angeblich wollten Sie einen Versicherungsbetrug begehen. Das ist doch Quatsch. Ich bin ja noch nicht mal gegen Einbruchdiebstahl versichert. Wieso sollte ich ihn dann da in meinen Laden locken? Ach, ich habe doch gar keinen Grund dazu. Ach kommen Sie, Herr Pichler. Der Versicherungsbetrug war doch nur Vorwand, um den Moritz in Ihren Laden zu locken. In Wirklichkeit hatten Sie doch genau vor, ihn mit einem gezielten Kendo-Schlag zu töten und das Ganze wie Notwehr aussehen zu lassen. Wieso sollte ich das denn bitte tun? Ich war wie ein Vater für ihn, nachdem er seinen leiblichen Vater vor mehreren Jahren verloren hat. Es gab überhaupt keinen Grund für mich. Vielleicht nicht deshalb, Herr Pichler, aber es gab vielleicht andere Gründe. Zum Beispiel ein Motiv aufgrund dieser dubiosen Jobs, die er für Sie erledigt hat. Ist klar. Ja. Boden fegen, Regal auffüllen, Auto waschen. Das sind sehr dubiose Jobs. Also seien Sie mal ehrlich. Was hat er gewusst, der Moritz? Nichts. Hat er Sie vielleicht erpresst? Kann das sein? Mit was sollte er mich erpressen? Also, wenn ich mir so Ihren Lebensstandard ansehe, und das ist schon sehr interessant, Sie betreiben eine Boutique, haben aber gleichzeitig einen sehr, sehr aufwendigen Lebensstil. Sie haben einen teuren SUV, Sie haben eine Yacht. Da frage ich mich, wie man das alles finanziert mit einer läppischen Boutique. Bitte? Für mich deutet eigentlich alles darauf hin, dass Sie noch ein paar Einnahmequellen haben, die Sie sehr erpressbar machen dürfen. Also bitte, ich bin doch kein Mafioso. Die Aussage vom Geschädigten wird von allen Indizien gestützt. Und seine Verlobte, die wir noch hören werden, stützt auch seine Aussage. Nur mal so nebenbei. Wir haben Sie noch nicht mal gehört. Haben Sie eine Ahnung vielleicht, wovon der Moritz, der hat ja einen Urlaub mit seiner Freundin geplant und wohl schon bezahlt, woher er das Geld hatte? Nein, das tut mir leid. Also ich weiß nicht, wovor er seinen Urlaub bezahlt, wovor er das Geld her hat. Also ich weiß ja auch nicht, wo Sie Ihr Geld her haben. Also tut mir schrecklich leid. Hat er bei Ihnen so viel bekommen, dass er davon hätten Mallorca-Urlaub buchen und bezahlen können? Er hat eigentlich genug verdient. Die Frage ist natürlich, ob das für zwei reicht. Ich weiß ja nicht, ob er der jungen Dame den Urlaub selbst noch finanzieren muss. Weitere Fragen? Ich habe keine Fragen. Dann bleiben Sie unverheiratet. Danke, nehmen bitte hinten Platz. Ja. Tanja Bach, bitte. Guten Tag, Frau Bach. Schatz, eine gute und eine schlechte Nachricht. Erst die gute. Die finden den Ring ganz sicher wieder, keine Sorge. Entschuldigung, Frau Bach. Sie sollten eigentlich davor Platz nehmen. Entschuldigung. Ich musste meinem Verlobten doch Bescheid sagen, dass er wäre doch sofort darauf gekommen, wenn ich den Ring nicht am Finger gehabt hätte. Er hätte es doch gemerkt. Immerhin hat er über 15.000 Euro gekostet. Und er ist so wunderschön. Ein echter Diamant. Weißgold. Wahnsinn. Ja, ist das sehr interessant.
Ja, und der ist Ihnen jetzt irgendwo reingefallen, oder was? Ja, der ist mir beim Händewaschen in den Ausguss gefallen. Aber da ist bereits ein Klempner und die finden den auch ganz sicher wieder. So eine nette Dame in 80er-Jahre-Klamotten hat ihn angerufen und... Eine Dame in 80er-Jahre-Klamotten? Ich schätze sie hin, da vor meiner Geschäftsstellenmitarbeiterin, oder? Also dann ist das alles in besten Händen, dann machen Sie sich mal keine Sorgen um Ihren Ring. Das war die schlechte Nachricht, wenn ich noch fragen Ja, darf. Schlechte Nachricht, wollten Sie mir auch noch sagen. Wollte Sie nicht abbrechen. Ach nein, alles gut. Okay, jetzt sollen Sie hier als Zeugin aussagen, wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja? Sie heißen Tanja Bach, 27 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind ledige Rezeptionistin und Sie sind verlobt mit dem Herrn Pichler. Ja. Ja? Dann muss ich Sie vorsorglich hier belehren, dass Sie auf Fragen nicht antworten müssen, wo Sie vielleicht ihn belasten könnten. Ja? Wieso denn ihn belasten? Sie ist doch bei ihm eingebrochen. Das stimmt doch nicht. Wieso? Wissen Sie es? Waren Sie dabei? Haben Sie es gesehen? Mein Verlobter hat es mir gesagt. Sagen Sie einfach so, Sie war es doch? Ja, mein Verlobter hat mir das gesagt. Ich habe ein Mädchen schreien hören und das muss ja dann Sie gewesen sein. Bestreitet ja niemand, dass meine Mandantin vor Ort war. Aber die Frage ist doch, wann sie dort war. Denn ich glaube meiner Mandantin, dass sie erst später, also nach diesem vermeintlichen Einbruch, hinzugekommen ist. Ja? Anders als Ihr Verlobter Ihnen das hier Glauben schenken will. Und deswegen ist auch für mich sehr wichtig, wann haben Sie denn diesen Schrei gehört? Also das weiß ich nun wirklich nicht. Ich meine, das war alles eine ziemlich stressige Situation, da gucke ich doch nicht auf die Uhr. Aber vielleicht versuchen Sie es mal ein bisschen einzuordnen. War das vielleicht eine Minute, nachdem er nach unten gegangen ist, oder 5 Minuten, oder ich weiß ja nicht. Ich weiß das wirklich nicht, tut mir leid. Was haben Sie denn selbst von diesem vermeintlichen Raubüberfall mitbekommen? Naja, also wir waren im Schlafzimmer, im Bett, und auf einmal hat es unten ziemlich laut gepoltert. Ich habe mich direkt aufgeregt, aber der Henning, der ist ruhig geblieben, wie immer. Naja, und dann ist er runtergegangen und hat nachgeschaut, ob alles in Ordnung ist. Ja, und Sie, was haben Sie getan? Ich bin zum Fenster und habe vorne rausgeschaut. Ich wollte halt nachsehen, ob ich irgendwas Auffälliges sehe. Ja, und? Nein, da war nichts. War nichts? Haben Sie vielleicht 1 oder 2 Fahrräder gesehen? Also, auf Fahrräder habe ich nun wirklich nicht geachtet. Mehr weiß ich aber jetzt auch wirklich nicht. Darf ich dann gehen, bitte? Sie wissen doch, der Ring. Naja, da müssen Sie sich schon noch ein bisschen gedulden. Ich habe schon noch ein paar Fragen an Sie. Was hat Ihnen denn dann Ihr Verlobter erzählt, was da unten los war, also nach dem Raubüberfall? Ja, er sagte, dass ihn ein Junge im Laden mit einer Waffe bedroht hat. Und er wollte ihm die Waffe mit einer Kleiderstange dann aus der Hand schlagen. Dabei hat er ihn so unglücklich getroffen, dass der gestorben ist. Naja, vorhin haben Sie gesagt, dass Ihr Verlobter ja außergewöhnlich ruhig geblieben ist, als er die Geräusche im Laden gehört hat, oder nicht? Ja, der Henning ist halt ein ruhiger Typ. Ich mag das so. Ich frage nur deshalb, Herr Vorsitzender, weil meine Mandantin besteht darauf, dass der Moritz in den Laden eingebrochen ist, weil in Wirklichkeit der Moritz und ihr Verlobter einen Versicherungskuh landen wollten. Ja? Einen Versicherungsbetrug machen wollten. Aber das auch wieder nicht in Wirklichkeit. Denn in Wirklichkeit wollte ihr Verlobter den Moritz umbringen. Ja? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde es mich jetzt nicht wundern, wenn er relativ ruhig geblieben wäre, wo er doch wusste, was in seinem Laden abläuft. So ein Quatsch. Mhm. Der Henning war ja nicht total ruhig. Er war halt männlich ruhig. Naja, und den Rest hat sich dieses Mädchen einfach ausgedacht. Ich meine, die will ja auch nur heil aus der Geschichte rauskommen. Kannten Sie denn den Moritz? Ja, flüchtig. Als ich noch nicht fest mit Henning zusammen war, bin ich mal zum Laden gefahren und sah da, wie die beiden sich unterhielten. Worüber? Geschäftlich ist das, weiß ich nicht. Also da mische ich mich nicht ein und das interessiert mich auch gar nicht. Ja, können Sie sich denn vorstellen, dass der Moritz Ihren Verlobten in irgendeiner Weise erpresst haben könnte? Erpresst? Womit denn? Ja, womit denn, ne? Mit was? Also mit was soll er ihn erpresst haben? Da gibt's nichts, womit er ihn erpresst haben könnte. Ich meine, ich bin von Ihnen einiges gewöhnt, der Verteidiger. Diesmal fischen Sie sowas von im Trüben, im tiefsten Moor, im Morast, wenn Sie mich fragen. Nur bin ich nicht der Einzige, Herr Staatsanwalt. Denn der beste Freund von Moritz, ja, der hat auch schon so gewisse Mutmaßungen angestellt, die er heute auch noch mal darlegen wird. Also, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige auf jeden Fall, Herr Staatsanwalt. Glauben Sie, was Sie wollen. Wenn Sie auf Ihren Glauben verlassen wollen, dann sind Sie verlassen, das sage ich Ihnen. Dürfte ich dann jetzt bitte gehen? Sie wissen doch, mein Ring. Ich habe keine Fragen mehr. Danke, da bleiben Sie unweilig, dann können Sie auch gehen. Ja? Danke. Niklas Kaufmann, bitte. Hallo, Herr Kaufmann. Hallo. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Ja. Sie wissen natürlich, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißt Niklas Kaufmann, 19 Jahre alt, Sie wohnen in München, sind ledig Auszubildender zum Werkzeugmacher, verwandt oder verschwägert mit der Jasmin Lange sind Sie nicht. Sie wissen aber, dass der Jasmin Lange vorgeworfen wird, am 26. Juli abends gemeinsam mit dem Moritz Albrecht beim Herrn Pichler eingebrochen zu sein, in seine Modeboutique, um da Designerware zu entwenden. Das ist totaler Quatsch, ernsthaft. Also für Jasmin lege ich meine Hand ins Feuer, das hat sie nicht gemacht. Sollte man in der Regel sehr vorsichtig sein. Wieso sind Sie sich da so sicher? Ja,
erstens, okay, Jasmin sieht vielleicht nicht so aus, aber sie kann mit sowas nichts anfangen. Sie ist gegen Drogen, gegen kriminell sein und so. Das einfach, weil sie früher selber nur Scheiße gebaut hat und damit total auf die Fresse geflogen ist. Und sie würde heute noch nicht mal ein Kaugummi klauen. Das macht sie nicht. Und zweitens? Ja, sie hat mich noch an dem Abend angerufen und hat mir halt alles erzählt. Sie war total aufgelöst und wusste nicht, was ich tun soll. Wann hat denn das Telefonat stattgefunden? Das weiß ich ganz genau. Das war um 23.02 Uhr. Ich habe nämlich später dann noch mal aufs Handy geguckt. Ja. Und was hat er die Angeklagten genau zu Ihnen gesagt? Ja, erst habe ich sie kaum verstanden, weil sie total aufgelöst war, wie ich schon sagte. Aber ja, sie hat halt gesagt, dass Moritz gerade so einen komischen Deal mit dem Pichler am Laufen hat und dass er ja gerade in den Laden eingestiegen sei. Und ja, sie wollte ihn halt aufhalten. Und ja, sie stand vor dem Laden, wusste aber nicht, wie sie das tun soll. Tolle Geschichte, ne? Aber wie es bei Geschichten oft so ist, sie sind sehr oft quatschfrei erfunden. Natürlich stimmt das so nicht, dass sie ihren Freund da abhalten wollte. Sie war mit dabei. Sie hat tatkräftig mitgeholfen, sich da die Ware zu nehmen. Nein. Entschuldigen Sie bitte, sie ist gesehen worden, nur so nebenbei. Totaler Quatsch. Das hat sie niemals gemacht. Was ich Ihnen vorhalte, ist Quatsch. Wollen Sie mir das sagen? Das ist totaler Quatsch. Ja, sehr schön, ne?